kleine blinde Mäuselein suchten Speck im Kämmerlein. Die Bäuerin hackt den Mäuslein, schnappt das Schwänzlein ab. Molly? Molly? Was machst du? Die ganze Arbeit über meiner Kerze. Überlass das alles mir. Soll ich die Kerze anheizen? Schon erledigt. Grüß dich, mein Herz. Ich möchte immer alles über die Menschen wissen. Menschen sind so wahnsinnig interessant. Finden Sie nicht auch? Ich nehme an, einige sind es und einige sind es nicht. Nein. Damit bin ich nicht einverstanden. Alle sind interessant, weil man nie genau erfährt, wer oder was sie sind und was sie wirklich denken. Zum Beispiel wissen sie im Moment nicht, was ich gerade denke. Ein sehr altes Haus. Ich hoffe, sie haben keine morschen Treppen oder Schimmel in den Wänden. Viele Leute wissen gar nicht, dass sie den Schimmel im Haus haben. Major! Sir! Mr. Wren, Miss... Käse. Meine Frau kommt gleich herunter. Keine Eile. Ich muss eh erst einmal auftauen. Der Wetterbericht sagt schwere Schneefälle voraus. Warnungen an alle Kraftfahrer etc. Wahrscheinlich sind wir bald eingeschneit. Ich hoffe, Sie haben genügend Vorräte im Haus. Oh ja, ja. Meine Frau ist eine ausgezeichnete Managerin. Außerdem können wir immer noch unsere Hühner aufessen. Bevor wir uns gegenseitig aufsetzen, was? Übrigens, mein Name ist Paravicini. Mr. und Mrs. Ross. Und das ist die Pension Monkswill Manor. Perfekt. Perfekt. Nach Auskunft von Scotland Yard fand das Verbrechen in der Cairo Street 24 in Paddington statt. Bei der ermordeten Frau handelt es sich um Mrs. Maureen Lyon. Von der Polizei dringend gesucht wird ein Mann, der sich in der Nähe des Tatorts aufgehalten haben soll. Er trug einen dunklen Mantel, einen hellen Schal und einen weichen Filzhut. Und mehr haben Sie nicht zu sagen? Keiner von Ihnen? Gut, wenn jemand von Ihnen ermordet wird, dann hat er oder sie sich das jetzt selbst zuzuschreiben. Mr. Walton, kann ich mir einmal das Haus ansehen?